zu nehmen und schauen mal, wie das funktioniert. Genau. Eigentlich käme jetzt dieser Teil. Den halte ich jetzt aber kurz im Interesse der Zeit. Die Slides sind trotzdem drin. Die Slides sind auch nicht didaktisch besonders wertvoll, denn da sind einfach Formeln drauf geballert. Wenn Sie die Formeln sehen, dann gehen Sie alle so, ja, und dann habe ich auch irgendwie nichts erzielt. Ich sollte das an der Tafel mit Ihnen entwickeln, dafür habe ich nicht die Zeit. Also machen wir es einfach so. Hier sind die Formeln. Allerdings nicht auf dem Slide. Auf dem sind auch Formeln, das sind aber nicht die ganz schlimmen. Das sind einfach nur so, da habe ich mal ein paar hingeworfen. Grundausbildung. Köchelt wieder auf die hintere Herdplatte, Herd auf 3, mal ein bisschen anmachen, gucken, was kommt. Was sagen Ihnen denn diese Ausdrücke, die hier stehen? Also Sie können mal frei fabulieren zu diesen Ausdrücken. Welchen kennen Sie und möchten kurz einen Satz dazu sagen, was der ist, damit wir uns alle wieder. Ich fange jetzt einfach mal oben links. Ja. Genau, also ein Erwartungswert, wenn wir so ein großes E sehen, kann man kurz ein Wort zum Erwartungswert sagen. Was heißt denn das, wenn Statistikerinnen von Erwartungswerten formulieren? Was ist ein Erwartungswert? Muss man nochmal nachgucken, was ein Erwartungswert ist vielleicht. Lass das mal kurz so hängen. Möchte noch jemand was? Ah ja. Das ist auch richtig, genau. Deshalb habe ich diesen Ausdruck dahin gemacht. Sie haben also quasi gleich die Beziehung zum linearen Modell hergestellt. Das ist das, was ein lineares Modell, was die Regression mir eigentlich sagt. Die Regression, die ich da rechter Hand hinschreibe, meine Regressionsgleichung, die gibt mir einen Erwartungswert für meine Variable y gegeben. Die Regression, das ist wahr. Aber was ein Erwartungswert ist, wissen wir dann immer noch nicht genau. Weißt du, möchte jemand was zu sagen? Ja. Ah, ja, gut, okay. Ich lasse es einfach mal kurz stehen. Ich möchte ja kurz hier nur die Breite abdecken. Das ist auch völlig okay, wenn Sie selber merken, sollte ich nochmal nachschauen. Möchte jetzt hier nicht die ganze Statistik leider wiederholen. Was anderes, also das ist dann sozusagen die noch vereinfachte Variante davon. Da gibt es kein Y oder so, das ist einfach der Erwartungswert einer Variable x. Aber die anderen, was fällt Ihnen da ein? Ja, Sie hier in der Mitte. Ja. Genau, also sozusagen die Faustformel, die wir alle so in der Tasche haben, dass wir sagen, wenn wir sehen r Quadrat gleich Punkt 3, dann schreiben wir in unserer Diskussion oder in unserem Abstract, dieses Modell konnte 30% der Varianz in unserem gemessenen Maß in Y aufklären. Das ist nicht nur im bivariaten Zusammenhang, es ist generell in allen linearen Modellen, die auf einer Least-Squares-Schätzung basieren, die Hauptwaffe sozusagen. Wir werden hier auch noch sehen, dass es nicht immer funktioniert. Wir brauchen, das R-Quadrat lässt uns im Stich bei anderen Outcomes, also wenn wir keine linearen Modelle, oder nee, soll ich nicht sagen, wenn wir sogenannte generalisierte lineare Modelle nehmen müssen, zum Beispiel die logistische Regression wird was sein, was wir da kennenlernen, dann kann man mit R-Quadrat nicht so viel anfangen. Aber im Prinzip sehr wichtig, R-Quadrat, wie der Name schon sagt, ist im Prinzip oft auch einfach zu bekommen als quadrierter Korrelationskoeffizient, R-Quadrat. Was ist denn das? Was meinen wir denn? Was meint denn eine Psychologin, wenn sie sagt, ja, die Variablen im Modell waren alle standardisiert? Um den Mittelwert bereinigt, ja. Und was noch? Was gehört noch dazu zum Standardisieren einer Variable? Wie der Name eigentlich sagt, denn von dem Mittelwert spricht dieser Name gar nicht, ja? Genau. Standardisieren sozusagen, das kann man sich so auch merken, das wird auf eine neue Standardabweichung gebracht letztlich. Und zwar auf die Standardabweichung von 1. Wie macht man das? Man nimmt eine Variable und teilt jeden Wert durch die Standardabweichung dieser Werte. Dann hat per Definition die neue Variable die Standardabweichung 1. Im Mittelwert hätte sich noch nichts geändert, aber in der Tat gehört zur Standardisierung üblicherweise zwei Operationen. Variablen zentrieren, das heißt den Mittelwert abziehen. Dann haben Sie den Mittelwert 0 hinterher zusammen. Das ist sehr, sehr praktisch und wird sehr, sehr oft in linearen Modellen gemacht. Werden Sie auch ganz handfest erleben. Und das Standardisieren meint eigentlich das Teilen durch die Standardabweichung, damit die Standardabweichung 1 ist. Das hat sehr viele Konsequenzen, auch wenn man im linearen Modell oder mit Korrelationen um sich wirft.
Zum einen werden zum Beispiel Steigungen in Regressionsmodellen, diese Bs oder Betas, werden gleich dem Korrelationskoeffizient in einem einfachen Modell, weil alles, was man so bei der Korrelation noch was man bei der Korrelation noch macht, dass man durch die Standardabweichungen, dass man eine Kovarianz durch Standardabweichungen teilt, ich schieße das einfach alles mal so raus, Sie müssen das nicht mehr alles jetzt sofort ad hoc erinnern. Aber dieses Teilen durch die Standardabweichungen, das fällt dann einfach weg. Und eine Kovarianz ist dann gleich einer Korrelation, wenn alles sowieso Z-standardisiert ist. Was beim Standardisieren aber passiert, was uns nicht so gefällt, wenn wir die Welt verstehen wollen, ist, dass die ganzen Einheiten flöten gehen. Wir wissen dann nicht mehr, ja, wie stark, um wie viel Tage Krankheitsdauer haben wir denn mit unserer neuen Therapie was verringert? Wie viel Euro mehr verdient denn die Absolventin der Exzellenz-Uni Lübeck verglichen mit der Exzellenz-Uni Lüneburg? Ja? All diese Fragen können Sie dann nicht mehr mit Einheiten beantworten. Und oft interessieren uns aber Einheiten, weil es geht um die wirkliche Welt. Da spielen Einheiten eben eine Rolle. Okay, ich muss, glaube ich, wirklich im Interesse der Zeit, wird Sie freuen, diese Wiederholung hier ein bisschen knapp halten. Ich denke, wir können das auch immer so als Hobby zwischenrein uns damit nochmal beschäftigen. Hier haben Sie übrigens die Definition eines Erwartungswerts, wenn Sie das nicht mehr wissen oder gerade das nicht so ganz druckreif rauskam. Der Erwartungswert, den kann man natürlich schon verstehen als eine Art Mittelwert. Konkret ist er aber definiert, auch für sozusagen rein hypothetische Variablen, Zufallsvariablen, die Sie gar nicht gemessen haben. Sie können einen Erwartungswert für eine Variable berechnen, bevor Sie auch nur irgendwelche Werte erhoben haben, indem Sie sagen, welche Werte kann meine Variable denn annehmen und wie häufig treten die eigentlich auf? Das ist sozusagen mein wichtigster Trick in der Statistik, eine sogenannte gewichtete Summe. Ich summiere irgendwelche Werte, nämlich alle, die diese Variable annehmen kann, aber ich gewichte sie mit ihrer Auftretenswahrscheinlichkeit. Wenn ich das zum Beispiel für was Normalverteiltes tue, dann sind die Werte, die da außen sind, kriegen ein ganz kleines Gewicht, weil die eine kleine Wahrscheinlichkeit haben. Und die, die in der Mitte sind von so einer gaußschen Normalverteilung, die kriegen natürlich viel Gewicht. Und da kommt dann zum Beispiel raus, dass eine normalverteilte Variable, die Z-standardisiert ist zum Beispiel, die hat den Erwartungswert 0. Ja? Also man könnte auch einfach sagen, es ist der Mittelwert, der Schwerpunkt einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Genau. Hier habe ich auch noch ein paar Dinge aufgeschrieben. Ich muss doch kurz schauen, ob ich hierzu eine Sache sagen möchte. Also, ich kriege auch immer so ein bisschen Flirren vor den Augen, wenn so viele Ps und Bs und As und X und Ys, das ist so ein bisschen anstrengend. Aber das ganz, ganz Wichtige an diesem Slide ist, dass wir die sogenannte Chain Rule uns nochmal ganz kurz klar machen. Deshalb habe ich das nur hier alles zusammengestellt, was dazu so im Prinzip gehört. Von einer ganz, ganz einfachen Beobachtung kann man sozusagen die wichtige Regel nach Bayes herleiten, die wird uns auch noch beschäftigen. Und die ganz einfache Regel, die man einfach kennen sollte, ist, wenn, also das ist eigentlich das, was hier steht, ist eigentlich das Wichtigste nochmal, okay? Wenn zwei Variablen, können wir ruhig gleich mal so sagen, orthogonal zueinander sind, können Sie damit umgehen, wenn ich orthogonal sage, ja? Also sozusagen, das ist ein geometrischer Sprech eigentlich und heißt nichts anderes als, Sie haben keine Kovarianz. Sie sind unabhängig voneinander. Ja? Wenn das der Fall ist, dann kann ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ereignisse oder beide Variablen zusammen eintreten oder auftreten, ergibt sich einfach aus der multiplizierten Wahrscheinlichkeit also ihrer Grundwahrscheinlichkeiten sozusagen. Diese Regel ist einfach die gleiche Regel, wie die hier oben steht. Das ist die eigentliche Chain Rule der Wahrscheinlichkeit. Aber wenn eben Unabhängigkeit gegeben ist, dann verkürzt sich dieser Ausdruck hier, sehen Sie das, die Wahrscheinlichkeit, dass B auftritt, gegeben A, ist die gleiche wie die Wahrscheinlichkeit von B. Das ist aber nur der Fall, wenn die beiden Ereignisse eben wirklich unabhängig voneinander sind. Im ersten Semester ist mein Beispiel, glaube ich, immer die Wahrscheinlichkeit, blond zu sein und die Wahrscheinlichkeit, ein Junge zu sein. Können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass das nicht korreliert ist, ja? Blondheit und Geschlecht sozusagen oder Sex. Und wenn das der Fall ist, dann gilt also das, was hier nochmal steht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, blond zu sein, wenn ich schon weiß, dass du ein Junge bist, genau das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit, blond zu sein. Es hat sich nichts geändert. Das ist sozusagen wiederum nur eine andere Art auszudrücken. Was heißt das eigentlich, wenn zwei Variablen keine gemeinsame Varianz haben? Und ob zwei Variablen eine gemeinsame Varianz haben oder nicht, ist natürlich die Gretchen, also nicht die Gretchenfrage, aber das ist
die Grundbedingung, die wir immer, auch in der kausalen Inferenz, immer erstmal checken müssen. Haben zwei Variablen was miteinander zu tun? Sind die irgendwie auf Datenebene assoziiert oder nicht? Damit möchte ich es jetzt fast bewenden lassen und möchte lieber im Interesse der Zeit die Epidemiologie, die ich hier reingepackt hatte, die wollte ich eigentlich auch so ein bisschen zum Warmwerden machen, aber die verschieben wir auf nächste Woche oder wenn wir epidemiologische Antworten wirklich suchen, glaube ich. Was hier in dieser Tabelle, oder ich frage Sie, ich gehe es jetzt nicht im Detail durch, aber ich mache nur den Anfang mit Ihnen vielleicht kurz. Wenn Sie so eine Tabelle sehen, so eine klassische Kontingenztafel, sagt man auch, Kreuztafel, Vier-Felder-Tabelle, erfundene Zahlen natürlich, Cannabis-Abusus, ja, nein. Im 5-Jahres-Follow-up trat eine psychotische Episode auf oder nicht. Okay? Kann man einfach gegeneinander abtragen. Also alle, was haben wir da? 1000 Beobachtungen können nur in einer dieser Zellen sein. Entweder du hast halt Cannabis missbraucht oder nicht und entweder du hattest eine psychotische Episode oder nicht. Was fällt Ihnen da so ein? Was gibt es da? Was kann man da machen? Was kann man da rechnen? Was sind Maße, die sich hier anbieten? Quadrat ist ein Zusammenhangsmaß, genau. Das könnte man ausrechnen. Wäre das signifikant oder nicht? Das ist ein sehr weiter Sprung zu einem Signifikanztest, aber was bräuchten Sie dafür noch für Chi Quadrat? Sind Sie das? Ich glaube nicht, dass Sie das. Oh, die Problemstellung bietet sich an, aber Sie bräuchten wahrscheinlich noch ein paar andere Werte. Wir sammeln erstmal, wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Was gibt es noch für Maße, die man hier rechnen könnte? Ja. Relatives Risiko. Danke, Sie haben nicht in Gesicht studiert. Das ist dieser wichtige Input, den ich immer brauche. Genau. Das hätte nämlich eine Lübeckerin vielleicht nicht gesagt. Weiß ich nicht, wir machen die Probe aufs Exempel. Haben Sie in Lübeck studiert? Ja, nein. Hätten Sie relatives Risiko gesagt? Ja, nein. Nein, was wollten Sie noch sagen? Ich hätte sonst noch R gesagt. Ich weiß nicht, ob es geht. Aber R? Ja, R geht nur mit ein bisschen mit Umrechnen sozusagen. Also R kann man sozusagen irgendwie wieder generieren daraus, weil man alle Effektstärken letztlich ineinander umrechnen kann. Aber es wäre nicht das Gemäß. Können wir bei dem relativen Risiko kurz bleiben? Was meint denn das? Relatives Risiko ist eigentlich ein intuitiver Begriff, finde ich. Aber wie haben Sie einen Zugriff drauf, wie Sie das hier machen können? Nee. Nee, okay. Gut, kein Problem. Risiko. Aber dann auch alle zusammen. Wie rechnen wir denn ein Risiko aus, um Gottes Willen? Ja? Also, wir sehen ja in der Tabelle, dass 4, die Cannabis Abusus gemacht haben, eine Psychose hatten und insgesamt von den 200, die überhaupt Cannabis konsumiert haben, das heißt absolut 4 von 200. Genau. Und relativ wäre jetzt eben 4 durch 200, also 0,2%. Das ist immer noch absolut eigentlich. Das ist immer noch ein Risiko von 2%, oder? Da muss ich es jetzt kurz ein bisschen genau nehmen. Aber das ist das Risiko, ja. Streiten wir uns nicht über absolut, das ist relativ. 2% wäre das Risiko. Jetzt haben Sie aber gesagt, wie haben Sie gesagt, das hieß relatives Risiko. Also geht es offensichtlich um das Verhältnis, die Relation von Risiken. Jetzt haben Sie für uns das eine Risiko ausgerechnet. Welches ist das andere, ob das Risiko, was man auch noch ausrechnen kann hier dann? Wenn Sie dem Beispiel der Kommilitonin folgen. Ja, keine Psychose, ist allerdings, steht, das kennen Sie schon, wenn Sie das Risiko für die Psychose kennen. Aber, ja, Sie in Blond, vor der Dame, die gerade gesprochen hat, genau. Das Risiko wäre die Psychose bei keiner Abhängigkeit. Aha, genau, also hier sozusagen, dieser einer von 800 sozusagen, ja. Jetzt habe ich vorgegriffen, aber so würden wir es ausrechnen, oder? Wir würden sagen, 1 teilt durch 800. Und jetzt habe ich quasi zwei Risiken und jetzt kann ich fragen, was ist das relative Risiko? Wenn das Risiko gleich ist, dann kommt da eine 1 raus, dann ist das Risiko, also es ist einfach wirklich das Risiko im Verhältnis zum Risiko. Und meine Lübeckerinnen und Lübecker erinnern sich jetzt aber an ein anderes Maß, mit dem wir euch sehr gestriezt haben im ersten Semester. Das hieß auch irgendwas mit R, aber irgendwie so ein bisschen anders und das war, Herr Busch? Odds Ratio, genau. So, Odds Ratio hat viele mathematische Vorteile, will ich jetzt hier auch, wird uns auch noch beschäftigen,
taucht auch, begegnet uns vielfach wieder. Der große Erfolg von Odds Ratio liegt eigentlich darin begründet, hier habe ich, glaube ich, das ausgerechnet, was Sie gerade getan haben für uns. Sie haben die 4 von 200 ausgerechnet, das ist das Risiko der, der Cannabis-User sozusagen, eine Psychose zu erleiden oder aufzuweisen. Und hier das andere Risiko. Und jetzt kann man die sozusagen ins Verhältnis setzen zueinander und bekommt dann ein relatives Risiko. Es gibt auch noch ein paar andere Maße. Und ich habe ja gesagt, ich habe die Zeit nicht. Entsprechend sollte ich es jetzt auch nicht tun. Ich sage vielleicht nur noch dazu, dass wir sehr oft auch das Odds Ratio ausrechnen. Es gibt ein paar Fälle, da können wir nur Odds Ratio ausrechnen. Zum Beispiel in sogenannten Case Control Studies. Das werden wir auch noch streifen, zumindest in der Epidemiologie. Vor allem hat es eben ein paar mathematische Eigenschaften, die sehr angenehm sind. Es ist nämlich reziprok. Wenn Sie diese Tabelle leicht anders aufgebaut hätten, also Sie hätten die Zuweisung der Zellen hier zum Beispiel, der Zeilen zum Beispiel vertauscht, dann ändern sich die Zahlen natürlich ein bisschen, aber im Odds Ratio sind die wunderschön symmetrisch rund um die 1, im Risk Ratio leider nicht. Und in der logistischen Regression, dort hat das Odds Ratio eine ganz fundamentale Funktion, die wir dann auch noch sehen werden. Okay, das kürzen wir aber. Ich möchte heute lieber, also das war jetzt sozusagen zum Warmwerden. Wer jetzt ein bisschen erschrocken ist, generell gilt Statistik 2 und das lineare Modell und alles, was da dazugehört, ist letztlich halt eine Voraussetzung, die Sie für dieses Modul ein bisschen brauchen werden. Also Ihre eigenen Statistik 2 Unterlagen, egal wo Sie studiert haben, oder sagen wir mal Ihre Statistikunterlagen aus dem Bachelor, so ein bisschen zur Hand zu haben, während man dieses Modul durchläuft, ist sicher kein Fehler. Kausalität. Ich komme nicht umhin, relativ lehrbuchartig einige Definitionen dessen zu nennen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, bleiben wir bei unserem Beispiel, Cannabis verursacht eine Psychose. Selbst wenn wir es nur als Hypothese mal in den Raum stellen, aber wir benutzen das Wort verursacht. Was meinen wir damit? Ist ein sehr, sehr länglicher philosophischer Streit, der sich im Prinzip bei jedem großen Philosophen, wahrscheinlich gab es auch Philosophinnen, aber Selection Bias, nie publiziert, aber es gibt irgendwie auf jeden Fall von jedem Philosoph irgendwie so einen Satz zu Ursache und Wirkung. Und wer sich da besonders hervorgetan hat, ist David Hume. Manchmal ist ganz nett, da auf die Jahreszahlen so ein bisschen zu gucken, nicht weil man die wissen muss, aber um mal das einzuordnen, wo befinden wir uns sozusagen. Und wir sind jetzt im 18. Jahrhundert, also vor, was sagen wir, 300 Jahren im Prinzip. Hume hat der ist sozusagen ein bisschen in die Geschichte eingegangen, weil er eigentlich gleich zwei Definitionen geliefert hat. Er hat seine erste, die wir hier sehen, im Prinzip selber ja fast widerrufen oder verworfen, 10 Jahre später. Die erste Definition, die klingt nämlich für uns eigentlich ein bisschen korrelativ. Er hat, da gibt es verschiedene Sätze, aber ich habe jetzt den hier rausgegriffen. We remember to have seen that species of object we call flame. And to have felt that species of sensation we call heat. We likewise call to mind their constant conjunction in all past instances. Also letztlich so eine Art gemeinsames Auftreten. Also wo eine Flamme ist, da ist auch Hitze sozusagen. Das ist ja eigentlich eine Art korrelative Beschreibung, die er hier gibt. Und without any further ceremony, we call the one cause and the other effect and infer the existence of the one from the other. Also die sind sozusagen so miteinander verbunden, dass sie gar nie getrennt auftreten können. Man könnte es zusammenfassen, dass man sagt, das ist eigentlich eine Definition, die, sagt Pearl zumindest, die ist ja relativ schwach eigentlich, die ist im Prinzip relativ korrelativ noch. Und es würde sagen, also wenn X, Y verursacht, dann muss es sozusagen precedent sein, also vorangehen. Und contiguous sein, also immer letztlich gemeinsam auftreten. Kontingent sein. Kontingenz ist so ein Wort, was Sie wahrscheinlich aus der Allgemeinpsychologie kennen. Da hat man das sozusagen auch, dass Stimulus und Reaktion irgendwie kontingent sein müssen. Und letztlich ist es ja dort auch eine kausale Interpretation. An der Stelle kann man einschieben kurz die berühmten Bradford-Hill-Kriterien. Ich habe sie da hingepackt, weil ich finde, dass auch die Bradford-Hill-Kriterien, die aus der Epidemiologie stammen, aus den 60ern dieses Jahrhunderts, also ja neulich quasi, vor 50 Jahren erst, eigentlich, wenn man sie durchgeht, auch sehr diesem ersten Hume'schen Definition nachhängen, nämlich, dass sie sagen, na gut, also damit was eine Ursache von was anderem sein kann, zum Beispiel ein Erreger eine Ursache für eine Krankheit, ja? Also SARS-CoV-2 die Ursache für Covid-19,
Ja? Das ist ja das, worüber wir jetzt gerade reden sozusagen. Was ist Ursache und was passiert dann? Da muss man sagen, es muss die Stärke der Assoziation, das hören wir gerne, weil das ist sozusagen so eine Art, Common Sense Sache, dass man sagt, also wenn ich zum Beispiel in einer Regressionsanalyse einen sehr, sehr starken Effekt habe, dann muss ich zwar sagen, ja, okay, Correlation is not causation, aber wenn es ein sehr großer Effekt ist, ist es zumindest, könnte man mal drüber nachdenken, ob es vielleicht ursächlich dafür ist. Das ist ja eine Logik, die ist nicht von der Hand zu weisen. Und deshalb stellt er die als ein Kriterium auch heraus. Das zweite ist sozusagen Consistency, also das wäre so ein bisschen was man in der Psychologie auch als Generalisierung oder so versteht, dass man sagt, na gut, du hast den Effekt beobachtet oder den Zusammenhang, sage ich mal, beobachtet. Haben den auch andere unter leicht anderen Umständen beobachtet? Wenn das auch der Fall ist, ist es noch ein bisschen wahrscheinlicher geworden, dass es vielleicht ursächlich hier involviert ist. Temporality klang auch in der ersten Hume-Definition schon an. Der Effekt folgt zeitlich auf die Ursache. Natürlich sehr wichtig. Und es gibt auch ganze Kausalitätsdefinitionen, wie die sogenannte Granger Causality, die begegnet Ihnen mal vielleicht in der Hirnforschung, die quasi komplett darauf baut, dass man sagt, X muss Y vorhergegangen sein. Das ist im Prinzip Physik, dass das so sein muss. Ja? Aber es reicht allein nicht, nicht alle X, die einem Y vorhergehen, sind auch die Ursachen, aber es ist sozusagen eine notwendige Bedingung. Was hier als Biological Gradient bezeichnet wird, nochmal, das kommt alles aus einem letztlich krankheitsepidemiologischen Kontext, könnte man auch als Dose-Response-Relationship bezeichnen. Wenn ich mehr von dem X gebe, dann sollte auch mehr Y rauskommen. Ja, das sind die Stellen, wo oft auch in psychologischen Studien geschaut wird, wenn Verhaltenstherapie wirkt, um Zwangssymptomatik zu reduzieren, dann sollte doch mehr Verhaltenstherapie auch stärker die Zwangssymptomatik reduzieren. Das meint man mit einem Dose-Response-Relationship. Das sollte also irgendwie auch da sein, wenn was kausal ist, sagt er. Und er gibt insgesamt 9, die anderen fand ich nicht so naheliegend. Plausibility fand ich dann aber auch noch ganz nett zu sagen. Also alles findet immer, auch das Ausloten von Ursachen findet im Kontext unseres Wissens statt. Also irgendwie müssen sich Expertinnen auch darauf einigen können, dass diese Ursache auch biologisch plausibel ist, so wie es beim SARS-CoV-2 und Covid zum Beispiel war. So, Hume selber hat 10 Jahre später eine andere Definition gebracht, die letztlich wesentlich mehr nach Leiterstufe 3, nach einem What-If klingt, die nämlich jetzt quasi das Counterfaktuale heranzieht, das, was nicht eingetreten ist, um zu überlegen, was hier eigentlich Ursache und was Wirkung ist. Genau, er sagt auch, also 10 Jahre später, we may define a cause to be an object followed by another, and where all the objects similar to the first are followed by objects similar to the second. Das klingt noch relativ korrelativ wieder, dann sagt er aber, or in other words, where if the first object had not been, Konjunktiv, ja, hätte ich das erste weggenommen, dann wäre auch das zweite gar nicht eingetreten. Ja. Und das ist also sozusagen eine counterfaktuale Definition. Und die findet man auch, finde ich, vertreten in einer sehr, sehr weit verbreiteten Definition von Kausalität. Die sind eigentlich sehr eng miteinander verwandt, finde ich. Nämlich, die hat Collingswood in den 30ern dieses Jahrhunderts auf den Punkt gebracht. Nein, des letzten Jahrhunderts, also meines Jahrhunderts, wissen Sie, ich bin aus dem 20. Jahrhundert noch, deshalb sage ich immer dieses Jahrhundert. Genau. Im Prinzip ist das die sogenannte AIM Theory of Causal Inference, brauchen Sie vielleicht nur mal gehört haben oder hier zur Einordnung. Und zwar, warum AIM? Action, Intervention, Manipulation. Ist sozusagen ein bisschen ein Dogma unter manchen Kausalitätsforschern, also eher, das ist jetzt wirklich eine philosophische Grundsatzdebatte, aber sozusagen eine Definition, die sagt, nur was ich wirklich manipulieren kann, nur dort kann ich auch rausfinden, ob es eigentlich eine Ursache ist, so muss man sagen. Als Gegenbeispiel steht dann in manchen Lehrbüchern sowas wie The moon causes the tide, also der Mond verursacht die Gezeiten. Darauf können sich zwar alle Wissenschaftler einigen, es ist aber etwas, was wir nie manipulieren werden. Also wir können das nicht überprüfen, sozusagen, nach dieser Definition. Aber generell gilt, dass wir sozusagen über Causes dann sprechen, wenn wir etwas auch manipulieren können und es dann auch eine Wirkung hat. Was ich persönlich, nur mein Humor, was ich lustig fand, als ich gestern noch den Collingswood hier eingefügt habe, habe ich diesen schönen Text über ihn gefunden, der selber
mit einem Counterfactual argumentiert. Er sagt nämlich, der Collingwood ist damals zu früh verstorben. Hätte der Collingwood länger gelebt, had Collingwood lived, could the deep and damaging schism with continental thought have been avoided. Also wäre die englische Philosophie dann nicht so abgedriftet von der europäischen. Ist nur so mein Humor, dass das jetzt hier auch noch ein Counterfactual ist. Wichtiger für unsere Zwecke. Das waren jetzt also Verwandte, also wir hatten eine schwache Definition, eine korrelative, wenn man so will. Wir hatten eine counterfaktuale Definition, die ist sehr eng verwandt mit dieser manipulativen Definition. Und jetzt kommt aber schon ein bisschen davon abgesetzte, nämlich man könnte sagen, das waren deterministische Definitionen. Also wenn x, dann auch y. Oder wenn nicht x, dann auch nicht y. Und jetzt wird es ein bisschen unschärfer und damit ein bisschen interessanter für die Sozialwissenschaften oder für die wahre Welt. Nämlich, es gibt natürlich auch einen probabilistischen Zusammenhang zwischen einer Ursache und einer Wirkung. Und auch darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Also wenn wir heute im 21. Jahrhundert diese Streit, also da ist die Messe gelesen, die kausale Evidenz ist da. Wir würden sagen, wir trauen uns zu sagen, Smoking causes lung cancer. Aber das heißt natürlich nicht, dass jeder, der einmal in die Nähe einer Zigarette kommt, sofort am Karzinom da niederliegt, 6 Monate später. Sondern es ist ein probabilistischer Zusammenhang. Speaking of risks, ja, also das relative Risiko, an einem Lungenkarzinom zu erkranken, ist erhöht, wenn Sie rauchen. Aber hören Sie den Unterschied, ja? Das ist eine probabilistische Aussage. Du hast dein Risiko erhöht. Ist was anderes, als sozusagen direkt, einen direkten deterministischen Effekt zu haben. Nichtsdestotrotz ist das etwas, was wir kausal interpretieren würden. Sagt die Zeit. Sehr gut, Viertelstunde haben wir noch. Ich würde jetzt noch ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen statistischer, wenn man so will. Jetzt geht es ein bisschen nach Hause, dort, wo wir uns ein bisschen auskennen, hin zu den Kovarianzen letztlich. Und zwar zu einer Definition, die auch sehr, sehr folgenreich, vor allem für diese Methoden geworden ist, über die wir die nächsten Wochen sprechen. Nämlich eine Definition von Reichenbach. Das war ein Physiker, der hat eine Definition gegeben, das nennt man auch das Common Cause Principle. Und das, da hat er selber mal ein Beispiel dazu gegeben, was letztlich mit diesen zwei schönen heißen Quellen oder Geysiren in Island oder irgendwo zu tun hat. Die sind, glaube ich, in Neuseeland. Das Internet. Es müsste jetzt stehen Quelle Internet. Entschuldigung, sehr, sehr schlecht von mir. Ich bin immer zu schlicht zu faul, die Links zu kopieren für die Bilder. Bestimmt streng verboten, aber egal. Ein Geysir-Bild, ja. Was ist hier der Gedanke? Was könnte das überhaupt mit Kausalität zu tun haben? Können Sie mir bis hierhin überhaupt folgen? Oder ist das jetzt zu crazy, zwei Geysire zu zeigen? Also immer schön, aber was hat das vielleicht mit Kausalität zu tun? Und mit Korrelation? War jemand schon mal bei so einem Geysir? Ich nicht, bin ich so weit gereist. Haben Sie das so gesehen, wie die dann so... Und ist das so immer gleichbleibend, wie so ein Springbrunnen? Oder ist das so, kommt und geht es? Oder wie war das? Kalifornien? Yellowstone? Ist das in Kalifornien? Ja gut, okay, Amerika. Ja, alles klar. Ja, okay. Aha, gut. Also wenn man es über den Tag abtragen würde, wie stark ist die Fontäne, dann würde man so ein bisschen, ja? Und so, und die beiden Geysire, würden die das dann beide tun oder nicht? Das ist halt die Frage sozusagen. Müssen sie bestimmt nicht, aber man kann sich eine Situation vorstellen, auf die wollte Reichenbach hier hinaus, in der diese beiden Geysire sozusagen korreliert auftreten irgendwie. Aber natürlich würden wir recht schnell einsehen, nicht einander verursacht haben. Also nicht, weil der eine Geysir spuckt der andere jetzt gerade auch, sondern es muss irgendwie eine gemeinsame Ursache geben. Suppose two geysers wahrscheinlich, oder ja, ich weiß gar nicht, wie man es genau ausspricht, which are not far apart, spout irregularly, but throw up their columns of water always at the same time. The existence of a subterranean connection of the two geysers with a common reservoir of hot water is then practically certain. Ja, das ist sozusagen so ein Kausalschluss, den wir eben machen würden. Manchmal mache ich vielleicht auch noch, wenn wir Strukturgleichungsmodelle machen. Ich habe auch so eine Grafik mit so Schlangen, die sich über Wasser, mit so Wassertieren, wo man nur sieht, was über der Wasserfläche passiert
Und wenn die sich so gemeinsam bewegen, dann schließt man irgendwie ganz automatisch draus, das ist letztlich Gestaltpsychologie, dass es eine gemeinsame Ursache gibt für diese beiden Bewegungen, die man da über dem Wasser sieht. Und so die ähnliche Logik ist das hier. Ja. Was Reichenbach mit dem Prinzip sagen wollte, ist wirklich, also ist wirklich, das ist alles nur Wahrscheinlichkeitsrechnung, die wir schon kennen, aber es ist ein sehr folgenreicher Satz. Das Common Cause Principle von Reichenbach besagt eigentlich, Achtung, sind zwei Variablen x und y korreliert. Ja? Also ihre Kovarianz ist nicht null, ja, weil die Korrelation ist da. Dann muss es eine Variable z geben, eine Drittvariable, die die beiden verursacht. As simple as that. Das ist das Common Cause Principle. Es muss irgendwas geben. Also, weil wir sagen, wir rufen in der Psychologie immer, Obacht, Correlation is not causation. Aber man muss halt sagen, irgendein kausaler Mechanismus steht schon dahinter. Also der Satz ist ein bisschen verkürzt. Es ist schon Causation, aber nicht unbedingt die Causation von der einen Variable, dass die andere verursacht. Ja? Also sprich, wir würden, so wie es jetzt hier gezeichnet ist, könnte man sagen, und das ist vielleicht eine Hinleitung zu nächster Woche, wir könnten sagen, das ist der kausale Graph. Das Schaubild, der zeigt die Kausalität, die zugrunde liegt. Also unterirdisches Wasserreservoir, Geysir 1, Geysir 2. Ja? Was wir beobachten, ist dann aber nicht das, sondern was wir erstmal beobachten, sind die zwei Geysire und eine Korrelation zwischen denen. Ja? Deren Kovarianz ist nicht null. Daraus folgt aber auch, wenn ich Z kenne, wenn ich Z messen kann, wenn ich Z gemessen habe, wenn ich eine Möglichkeit finden würde, Z zu messen, und ich mache gleich mal so eine manipulative Kausalitätsbewegung, wenn ich mal Z, also nee, es würde eigentlich reichen, Z zu kennen, ich brauche es gar nicht manipulieren, ich brauche Z nur kennen, also ich kann sozusagen eine bedingte Kovarianz ausrechnen, ich kann sagen, wenn ich weiß, was Z gerade ist, dann müsste in diesem Szenario, wenn das sozusagen die zugrunde liegende Struktur ist, dann muss die Kovarianz weggehen. Und das ist auch der Fall. Und so machen wir das ja auch sozusagen. So werden wir das, so haben wir es schon, letztlich mit der partiellen Korrelation. Das ist nichts anderes, was man da macht, dass man sagt, die partielle Korrelation von zwei Variablen ist null, wenn ich eben ausparzialisiere eine gemeinsame Ursache. Und dieses Prinzip werden wir in mehr Detail innerhalb des linearen Modells noch vielfach am Wirken sehen. Man könnte auch sagen, das ist eine konfundierende Variable, statistisch betrachtet. Konfundierend, weil sie uns einen Zusammenhang vorspiegelt, der nicht verursacht ist von x in y oder von y in x, sondern von etwas Drittem. Und durch eine sehr, sehr einfache mathematische Operation, nämlich das sozusagen das Kontrollieren für das, was da in Z los ist, kann ich diese Korrelation loswerden. Die große Kunst, deshalb heißt das Ganze auch dann from Data to Causes, ist natürlich, dass wir das, im Falle der Geysire ist es irgendwie naheliegend, dass da unten ein gemeinsames Wasserreservoir ist, aber da geht ja wahnsinnig viel Weltwissen jetzt ein, dass ich das sagen kann. In der wirklichen Welt, die uns interessiert, ist es eben nicht so einfach. Wir kennen die kausalen Strukturen nicht. Alles, was wir sehen, ist diese depperte Korrelation zwischen x und y. Und wir müssen uns fragen, ist die kausal oder nicht? Was hier nicht steht, was aber sehr, sehr wichtig ist, ist noch, das ist so allgemein, dieses Prinzip, das Reichenbachsche Common Cause Principle, er sagt nämlich dann weiter im nächsten Satz, es kann natürlich den Spezialfall geben, dass z und x identisch sind oder dass z und y identisch sind. Wenn ihr das mal macht, dann zieht ihr euch da Z da drauf. Ja gut, dann ist es natürlich so, dass XY verursacht. Aber sozusagen, das ist nur so ein Taschenspielertrick, um die Definition zu retten sozusagen. Die einfache Definition ist, wenn zwei Variablen korreliert sind, dann muss es eine gemeinsame Ursache geben. Und das ist eine sehr, sehr interessante und wichtige Ergänzung zu diesem trivialen Correlation is not causation. Correlation ist halt eigentlich schon Causation, die Frage ist nur durch was und wer gerade wen verursacht. Nur für die Terminologie kann man noch sagen, auf Englisch könnte man also sagen, conditional on Z oder conditional on Z, X and Y become independent. Also das ist das, was vor deinen Augen in deiner Analyse passiert. In dem Moment, wo du für Z kontrollierst, für diese gemeinsame Ursache, bricht diese Korrelation zusammen und du bist nicht mehr versucht, das
irgendwo einen Zusammenhang oder auch eine Verursachung zu sehen, wo gar keine ist. Kann sich noch jemand an ein Statistik 1 Beispiel erinnern, ein klassisches Beispiel aus diesem Themenbereich, wo man sozusagen, das Stichwort war ja spurious correlations auch sozusagen, also zwischen X und Y. Ja, das war das Sportbeispiel. Also sagen Sie mal kurz für alle, also wie würde das gehen? Die müssen dann beides, also die Z-Variable, die Sie jetzt gleich vorschlagen noch, die muss dann quasi als Kriterium diese zwei Pfeile aufweisen. Zum Beispiel besonders schon Stadtwerke, so familienfreundliche Gegend und Stadtwerke. Okay, also Stadt versus Land könnte so eine Variable sein. Das ist ein schönes Beispiel, weil wir auch in der Epidemiologie ganz oft sehen werden, diese Variablen, das ist, wie soll ich das sagen, wir haben im Grundstudium sehr viel immer darüber geredet, auch was gerade binär oder kontinuierlich ist und sowas. Wir machen uns davon jetzt auch mal so ein bisschen frei, am Anfang vor allem, wenn wir über kausale Graphen reden, wie das alles zu schätzen ist, und das ist uns alles gerade total egal. Also es wird sehr oft auch in der Ökonometrie so sein, dass das im Prinzip tatsächlich binäre Variablen sind. Also einfach ja, nein sozusagen, wie so Schalter kann man sich das vorstellen. Ja? Genau, richtig, das war ein typisches Beispiel. Ich glaube, ich hatte in der Statistik 1 Klausur, hatte ich noch irgendwie, oder das ist der andere Klassiker, ist das mit irgendwie Eisverkauf und Gewalttaten irgendwie verursacht. Das Verkaufen von Eis in der Stadt als eine Intervention. Sollten wir mehr Eis verkaufen oder gibt es dann mehr Gewalt? Oder ist es nicht vielleicht doch eher so, dass die Jahreszeit im Hintergrund, was ja an sich auch eine crazy Sache ist, warum es mehr Gewalt gibt, wenn es heiß ist. Aber das scheint ein etablierter kausaler Zusammenhang zu sein, dass also Temperatur Auswirkungen auf Gewalttaten hat. Da gibt es auch wichtige andere Variablen wie Leute sind mehr draußen etc. Ja, das lassen wir jetzt mal alles außen vor. Aber wenn es heiß ist, gibt es eben auch mehr Eisverkauf und entsprechend könnte man auch eine spurious correlation sehen. Gut, das war also jetzt sozusagen der harte Teil, der neue Teil vielleicht, also was Sie mitnehmen sollten von heute, diese Ladder of Causation, diese assoziieren, manipulieren, imaginieren sozusagen, dieser Dreisprung, diese drei Güte-Level von kausaler Inferenz, die sollten Sie von heute vielleicht mitnehmen, die werden uns noch beschäftigen. Reichenbachs Common Cause Principle ist sehr, sehr wichtig und aus dem lässt sich sehr viel ableiten, so einfach oder so trivial es vielleicht auf den ersten Blick klingt. Und dann möchte ich Ihnen eigentlich noch gerne zum Ausblick, weil ich ja gesagt habe, es gibt Prüfungsliteratur, dann müsste ich fairerweise dazu auch noch einen Satz sagen oder Sie generell einfach ermutigen, sozusagen auf dieses Modul sich ein bisschen einzulassen, auf diese Themen. Es ist ja auch das letzte Mal, dass Sie sowas wie so eine Methodenausbildung durchlaufen und vielleicht sich auch so ein bisschen auf mehreren Ebenen selbst zu reizen. Und es könnte sein, für manche zumindest, sich auch mit einer Art bisschen populärwissenschaftlicher Literatur hier zu beschäftigen. Ich habe mal versucht zu organisieren, zwei Dimensionen, nämlich wie stark geht es um Causal Inference in den Büchern versus wie stark sind eigentlich klassische Statistikbücher. Wie stark sind sie eigentlich technisch geprägt, sprich Formeln, Mathematik, ja? Inwiefern ist es einfach Unterhaltung, wenn auch auf hohem Niveau? Und dann könnte man quasi das machen und die hier alle draufhauen. Wir haben zum Beispiel aus dem Book of Why von Judea Pearl, was er auch mit so einem Science Writer zusammen geschrieben hat, deshalb ist das auch extrem lesbar. Wenn der Judea Pearl selber Paper schreibt, ist nicht lesbar, sagen wir mal so. Der ist auf Twitter sehr aktiv, ein 80-jähriger Mann, absolute Legende. Aber zusammen mit dem Science Writer kam ein tolles Buch raus, das ich Ihnen wirklich nur empfehlen kann. Mastering Metrics ist von Josh Angrist, der letztes Jahr den Nobelpreis bekommen hat. Da werden wir uns auch ein bisschen drauf beziehen. Epidemiology by Design liest sich auch sehr fluffig, gerade was wir so über Risk Ratio gesprochen haben, ist hier drin. Geht nicht sehr in die Tiefe, aber so generell, wer auch vielleicht epidemiologisch ein bisschen arbeiten will, Studien verstehen will, klinische Studien, sehr cooles Buch. Und hier unten zum Beispiel wird es ein bisschen more hardcore, mega kausal, aber mehr fürs ganze Modul noch wichtig, die Introduction to Statistical Learning. Das ist eine Art Light-Version von der eigentlichen Bibel. Die Bibel hieß Elements of Statistical Learning von Hasti und Tipchirani. Tipchirani hat Bootstrapping erfunden. Da geht es ein bisschen mehr zur Sache, aber später im Semester brauchen wir aus diesem Buch auch ein bisschen was.
Das meiste davon finden Sie, ich weiß auch nicht, wie es kommt, in Moodle, die PDFs. Ich habe damit nichts zu tun, aber die sind dort irgendwie. Genau. Weil es soll nachher nicht heißen, die Literatur wäre nicht verfügbar gewesen. Also deshalb hier die Ermutigung. Wer lieber Lust hat, ein bisschen YouTube zu gucken, könnte mal zur Einstimmung zwischen heute und nächste Woche mal die Nobel Lecture von Josh Anquist gucken, beziehungsweise seine sehr, sehr gut gemachten und sehr lustigen Videos zu Causal Inference. Das sind so kurze 10-, 12-minütige Lehrvideos, kann ich sehr empfehlen. Und wer es sich nicht verkneifen kann, kann natürlich immer auch zurückgreifen auf meine alte Multivariate-Vorlesung. Wenn es Ihnen hier jetzt also mal zu schnell geht im Dezember oder zu oberflächlich oder Sie merken, im linearen Modell fehlt mir noch was, meine eigene Vorlesungsreihe, die will ich jetzt hier nicht besonders anpreisen, aber die könnten Sie sozusagen vielleicht auch hilfreich finden. Oder wenn Sie nicht aus dem Bett kommen, können Sie das auch machen. Und zu guter Letzt etwas Musik. Ich habe eine kleine Playlist noch zusammengestellt. Hier mit diesem genialen Foto von David Hume, dieser Art Teekannenwärmer aus seinem Kopf. Eine Doktorandin von mir hat recherchiert, dass es im 18. Jahrhundert wohl sehr, sehr Mode war, solche komischen Hausmützen zu tragen oder so. Vielleicht für diesen Winter auch wieder was, wenn es ein bisschen kälter wird in Ihren WG-Zimmern. Oder kommen Sie einfach hierher, hier ist schön warm, im UKSH wird noch geheizt. Und ja genau, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen. Entschuldigen Sie, dass ich ein bisschen überzogen habe. Bis nächste Woche.